Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Ich bin P-Mark übrigens. Für die, die es noch nicht wissen, ich bin P-Mark und spiele hier Borderlands 2 nämlich jetzt mal. Also das ist der DLC Nummer 1 voll, das habe ich ganz vergessen. Warum sage ich das nicht dazu? Piraten Scarlet of Captain Schatz. Ja, mal schauen. Okay, das ist nicht sehr einladend aus. Mal gucken, was uns hier erwartet. Natürlich Piraten. Schafft er da hinten nicht? Oh, die Iridium, gell? Okay, nice. So. Ja, endlich wieder Ruhe hier. Dann können wir uns ja schon das Geld schnappen. $500 in ein Ding drin. Was sowas. So, ja, dachte mir schon, dass ich Money hier verbrauch. Unten was Besonderes. Dann mal Schatzkiste. Na gut. Dann müssen wir in den Leuchtturm gehen. Vorher suchen wir aber natürlich nach dieser Mission hier. Ach, hier ist noch eine Leiter. Gut, dass ich die komplett gesehen habe, bevor ich die unabsichtlich gegrabt habe und aufgeklettert bin. Oh, ups. Okay. Das finde ich aber nicht nett, sowas zu sagen. Ach, da ist auch irgendwo einer. Da unten. Wieder da oben steht der gleich, glaube ich. Wie viel von euch gibt's denn? Ich hab genug von dir. Ein paar auf jeden Fall Kugeln zurück. Ich weiß aber nicht, wo ich hinschießen muss, dass das nicht passiert. Da komme ich jetzt. Wo war das Instant-Schild? Ist da noch einer irgendwo? Zwing mich nicht, dir nachzurennen! Ich weiß nicht mal, wo du bist. Da unten ist ein Safe. Weiß nicht, ob ich den nehmen will. Sicher will ich. So. Ah, hast du Geld, habe ich nichts bekommen. Aha. So, das dauert jetzt nicht mehr so lange runter zu scrollen. Genau, passt. Ja, gut, ich glaube, ich muss hier weiter. Wenn du vor mir beim Schatz bist, was nicht der Fall sein wird, aber nur falls, hüte dich vor dem Leviathan. Er hat Roscoe gefressen, wie ich vielleicht schon erwähnt habe. Und laut Blades Notizen wird er die Schatzkammer bis aufs Blut beschützen. Das macht ja gar keinen Schaden. Geschieht dir recht. Gut. Na, gegen Stalker war ich andere Waffe. Ist aus Sit. Was hier denn hier? Das sind verprügel ich euch. Beziehungsweise. Schaut, dass ihr mich im Nahkampf angreift. Puh. Ich hab genug. Nee, sind da richtig nervig. So, was ist denn das hier? Alles nicht brauchen wir gleich. Na sowas. So, ich bin nah dran. Glaube ich. Kisten wollen wir auch nicht mitnehmen. Da schauen wir mal natürlich gerne rein. Okay, ja.
Ist okay. Aber leider nicht perfekt. So, was? Hier lang? Am ersten geht auch. Ja. Oh, da gibt es einen Sieger und Weg anscheinend auf der Seite. Das wird jetzt ziemlich wehtun. Sicher ist aber nicht mein zweiter Vorname. Perfekt, das ist gleich in der Luft geflogen. Hallo, es nimmt irgendwen. Ah, dann halt nicht. Oh ne, nicht wieder. Der Abonnier ist noch so stark. So. Einmal kurz. Ah, ganz kurz noch. Ja, du stehst ja dann drauf. Ach du Heilige, hallo, ich wusste gar nicht, dass du da bist. Das ist gerade eben. Okay, du bist nicht sehr stark. Du kontrollierst aber wahrscheinlich, ist das it? Ich glaube, mit der Explosion ist nicht zu spaßen. Puh, Minenleger, sowas. Wir wollen mich aber tatsächlich tot sehen. Oh, was ist denn das dort? Das hat dann der Schatz versteckt. Ich versuche immer noch zuerst zum Rufzeichen zu kommen. Puh. Den noch schnell auf Schatzsuche gehen kann. Bevor ich dann den richtigen Captain Blade Schatz am finden bin. Dünger fände ich immer ganz gut hier. So, Luxil drin. Ja, da Geld. Nee. Was? Das ist ganz oben wahrscheinlich, der Leuchtturm. Oh. So, finde einen Weg nach oben. Hier ist er anscheinend. Aktiviere Aufzug. Gut, gut. So, ich komme erstmal da runter. Saurebehälter, blöde Idee. Das ist der Bubbles. Das war, ja, wahrscheinlich. Ist es? Das ist der Bubbles. Okay. Ich bin ziemlich sicher, dass das eine Bioshock-Reference war. Hallo? Was ist mit dir los? Ich dachte, du bist schon tot. Der Wille, wieder was gesagt hat. Ich meine, Maya. Du Heilige. Wie viel Iridium? Das ist allerdings für. Eine Referenz auf was haben die immer gehabt? Wie hat das geheißen? Ah. Warum wartet das nicht mehr? Ist schon das Ding da immer. Dass wir uns gespritzt haben und so. Okay. Da stehe ich leider schon wieder auf dem Schlauch. Weil, Bioshock 1 fand ich halt so lange Zeit LP'd. Okay, man schaut doch schon lange her, sondern ist nicht mehr was. Also, mal was ich alles lehre. Dann fällt es mir noch weit weg. Danke, damit ich die 25 Muni dann holen kann. Ich sehe mich auch sehr genau um. Das ist nicht nötig. So. Na, noch einen kleinen Miniboss. So. Schlafenszeit, Mr. Bubbles, oder irgendwie sowas. So, ja, yes, dann aufmachen. Das ist wundervoll. Oh. Auf der Taste. Okay, gerne, hier. Ja, daneben. So, darf ich jetzt mal kurz. Ja, okay, ein paar Pistolen. Anchorman. Ist fast runter. Ah, das darf nicht ganz runterküpfen, so wie ich es wollte. Was ich mir erwartet habe von dir. Keine Bewegung. Reicht das denn noch? Jo, nice.
Ab mir, das ist nicht so stark. Gut. Schnell, rauf auf den Leuchtturm. Der Leviathan weiß, wie knapp davor wir sind, den Schatz zu finden. Und er klingt ziemlich sauer. Ich will das alles, was? Das ist traumhaft, glaube ich, hast du gerade gesagt. Wenn ich unbedingt zugehört. Nicht so genau zugehört, wie es eigentlich sollte, wahrscheinlich. So. Ah ja, wäre schon nicht so wichtig, dass ich auf den Lift warten müssen die ganze Zeit. So. Und dann dachte ich, okay, jetzt kommen einfach noch ein paar Gegner. Da unten ist eine Flaschenpost irgendwo. Die will ich natürlich nicht verpassen. Ah, ja, natürlich. Und mal eine richtige Waffe. Aber ein bisschen stärker gegen die. Und umsichtlich was aufgenommen, weil ich nachladen wollte. Ups. Ah, so viele Raketenwerfer brauche ich gar nicht. So. Aha. Diese Flasche wurde wahrscheinlich ins Meer geworfen, als es in dieser Gegend noch Wasser gab und Leute lesen konnten. Okay, schon wieder mal Schatzsuche. Ah ja, da hätte ich hingehen können, glaube ich, vorher. Oder war ich nicht da unten? Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Wahrscheinlich da unten. Der Schatz ist direkt hier in Ruhe begraben, wie es aussieht. Da könnten wir wieder rauf. Okay, aber... Wir müssen da runter, um den Schatz zu suchen. Dumm gelaufen, irgendwo unter irgendwas wieder versteckt. Müssen wir mal räuspern, so. Wo könnte der sein? Irgendwo dahinter, ich muss auf den X achten auch, also. Okay, das Sniper, ich dachte wieder einen Raketenwerfer. Mal, mal mit. Da ist eine Kiste versteckt. Ich sehe auch das X irgendwo. Scheinbar nicht. Das wäre ein sehr guter Ort. Aber es muss ja auch irgendwo im Sand vergraben sein, denke ich mal. Und das ist ja nicht wirklich Sand, also. Oh, ist das Ding schon wieder. Wo war ich da unten vorher? Ich glaube. Aber noch Geld drin, okay, nehmen wir das auch mit. Da ist nichts, aber ich glaube, das ist einfach nur so. Anscheinend. Ich weiß nicht, wie die X hier ausschauen müssen. Das ist auf dem Boden gemalt, der schwarze Kreuze, also. Wo ist denn der schon wieder? Könnte das oben sein? Das könnte oben sein. Oh je, okay. Toll, bin ich jetzt unabsichtlich? Also bin ich jetzt unnötigerweise runtergesprungen. Und ich kann hier rumhüpfen. Okay. Aber doch wieder rauf. Okay, ja genau, dann hier raufklettern. Da unten lag es noch ein bisschen. Geld rum, hallo, Leiter klettern ist nicht deine Stärke. Genau, auch nicht, also passt es hier ganz gut. Ach, dann ist der Schatz oben. Ups, ja, toll, ich schau die ganze Zeit unten. Ah ja, immerhin noch ein paar Dollar mitgenommen. Ja. So, wo war das Aufzug jetzt? Die da passt. Let me far with the Aufzug, wie man so schön sagt. Ja, raufstellen am besten, nicht wieder da aktivieren. Geh in Magnus Lighthouse, was ist denn da mit meiner... Los. Ja. So, und der Boot da oben, also ich dachte, wir fahren irgendwo rüber, aber... Fahren wir nur nach oben, okay, finde den Schatz. Ach so, das ist die Mission, okay. Okay, Scarlet, bin oben. Willst du mir jetzt in den Rücken fallen oder so? Naja, ich habe den Schatz ja noch nicht gefunden, also wahrscheinlich noch nicht. So, da ist auch ein Muni, kommt ein Boss oder so. Okay, ich sollte mit Pistolen schießen anscheinend, weil ziemlich viel Pistolenmuni drin ist.
Wechseln mal wieder auf die Piratenwaffe, die ich gegen die Piraten ansetze. Ist das richtig so? Scheinbar, hier ist das Ding. Aktiviere Leuchtfeuer. Okay. Nur Problemo, Sekunde noch. Ist jeder Schatz. Ah, nein, leider nicht. Das wäre ein guter Ort, hier dich den Schatz versteckt. So, hier ist noch ein Checkpoint. Geht's da dann noch weiter? Ist wahrscheinlich. Ich mach schon mal alle Kisten auf. Falls wir nachher Muni brauchen noch. Okay, jetzt bin ich fast voll. Okay, ich dachte, das war gerade keine Schatzkiste und dann bin ich wieder so doof und mach die nicht ab. Puh, ja, ich hoffe, das mit dem Schatz wird noch was. Ich sehe gerade nichts. Jetzt rauf. Ah, okay, ja gut, aber. Da oben wird kein Schatz vergraben sein. Hm. Das wurmt mich. Das wurmt mich jedenfalls auf jedes Mal aufs Neue. Das Aufstoßen dazu. Nein. Bist du oben auf dem Leuchtturm? Super! Finde einen Platz, wo du Blades Kompass hinstellen kannst. Dann sehen wir, wo genau der Schatz liegt. Okay. Aha. Noch eine gute Waffe für den Kampf. Wenn wir noch immer irgendwie bekämpfen müssen. Nicht so unbedingt. So eine komische Pistole haben wir ja schon. Okay. Hier vielleicht. Ah, was Blaues. Aber nicht für uns. Wir haben schon was Lilanes. Also. Feuerschaden wäre natürlich ganz cool. Hierhin am besten. Funktioniert es? Was tut sich? Der Fundort des verlorenen Schatzes ist enthüllt. Los, hol ihn dir! Ach, der Redium auch noch. Belacht, ein X markiert die Stelle. Wir treffen uns dort. In Wormwater. Ach so. So, wo läuft das Ding hin? Ach, hier. Hierhin. Ah, okay, 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 okay. So, da gibt es natürlich noch einen Weg. Da ist noch was markiert oder so. Ja, das ist toll, aber wo ist die Flaschenpost? Astrein, mein Freund! Und keine Sorge, ich brauche deine Hilfe noch, um eventuelle Fallen in der Schatzkammer zu überwinden. Ich fall dir nicht in den Rücken, bis wir bei dem Schatz sind. Okay. Okay, das ist ein Borderlands-Symbol. Ist der Schatz dann auch da draußen? Okay, hier ist nichts mehr. Was? Du. Achso, das sind nur so Fakes. Stier. Nope. Ja, ist ja nicht mehr. Sagt dann, ist ja schon halb tot. Ja, dann wechseln wir mal kurz. Scarlet Crew. Ja, mach noch mehr Angriffe gleich. Lieutenant Hoffman, wer ist denn das schon wieder? Okay, sollte das klappen. Schieben wir Lieutenant Hoffman. Lieutenant White, wer auch noch. Okay. Mein Freund, ist alles in Ordnung? Ich höre Explosionen vom Leuchtturm her. Bist du das, der da explodiert? Ich
Glückselig, Captain Scarlet, auf ein helles Licht im Wormwater zu steuern. Ich würde schnell machen und vor ihr beim Schatz sein und sie mit Kugeln vollpumpen. Ich überhaupt dich. Ah, natürlich noch. Passt. Aber wenn ich schon mal da bin, holen wir uns natürlich den Schatz. Ich suche den mal schnell und dann sehen wir ihn wieder. Also Felsen. Wo bist du nochmal? Wo? Nicht hier? Komm. Was sagst du denn aber? Ja, natürlich. Ich hätte mal schauen sollen vorher. Ach ja. Okay. Wollen wir einen erneuten Versuch wagen? Schon, oder? Bin sehr zuversichtlich, dass sich das ausgehen wird. Nicht zu weit springen. Dankeschön. Da ist er ja. Letzter Schatz, wahrscheinlich. Hier ein verborgener Schatz in der Gegend von Magnus Lighthouse. Katsching! Ich verstecke den verfluchten Schatz. Er hat meine ganze Crew das Leben gekostet. Aber wenn ihr auf der Suche danach sterben wollt, Fluch des gackernden Designers, okay. Klingt ja richtig gefährlich. So, okay, ich muss zurück. Ich will aber gern wissen, was das für ein Teil der Map ist. Irgendwie folge dem Leuchtfeuer. Ich habe zwei Möglichkeiten. Das ist der normale Ausgang. Verlassen zum Wormwater. Achso. So, kann ich hier... Nein, kann ich nicht. Ah, okay. Okay, na gut, dann gehen wir mal. Ach, Pappalapap, zeige ich auch öfters. Den ersten Teil lasse ich weg. Nee. Da mache ich extra Halt. Ach so, okay, da muss man jetzt zurückgehen und dann. Das gibt's ja nicht. Ich kann nichts mitnehmen. Dann ist hier eine schnelle Reise. Aha, okay. Kommen wir immerhin immer gleich ganz nach oben. Ah, okay, da kommen wir runter. Schade, okay, egal, Wormwater, wo bist du? 1000 Cuts? Nee, wir sind gerade hier im DLC. Washburn, haben wir schon wieder irgendwas nicht entdeckt? Granate fliegt. Okay, und na gut, Feuer, mach's gut. Feuer. Hä? Der fliegt da, Feuer, Alter. Was macht der? Waffenstillstand finde ich gut. So. Verhalten muss ausgemerzt werden. Zensur. Ich bin Zensurbot. Alles Unmoralische wird ausgemerzt. Looten ist unmoralisch. Ein krimineller DJ will von einem nahegelegenen Funkturm aus einer Flut anstößiger Texte verbreiten. Töte ihn gewaltsam. Okay. Ich versuch's. Mach mir gar keine Sorgen, dass Scarlet den Schatz finden könnte, weil wird schon nicht passieren, noch was. Töten lieber DJ Tanner. So. W-A-R-G, hier DJ Tanner, der euch sagt, ihr seid alles gagleckende, racklutschende, arschkriecherische Sackgesichter. Und ihr könnt mir alle den Dödel lutschen. Ich zermack dich zu. Das wird jetzt nicht den Dödel. Digital Tanner, da ist er ja. Müssen wir mal nachladen, kurz. Ist eh zu spät. Ja, Moment, ich bin gleich unterwegs. Ich schaff's. Doch.
So. Ach, das war 8. Hat 8 dazu gehört zu dem kleinen. Ah, okay. Der kleine Punkt da vorne ist jetzt auch weg, wo ich hin wollte vorher. Verstehe. Das hängt irgendwie zusammen. Upsi, aber da wollte ich gar nicht. Hallo, drauf. Ja. Ah, dann doch nicht. Ist auch noch was. Upsi, war einfach noch nicht mehr auf der Karte. Naja, wie gesagt, müssen wir nur die Mission machen und das andere. Alles andere interessiert uns nicht so sehr. Noch was darauf. So, zertrümmern, okay. Schau das Radio mit dem Pult. Wenn es nun ein besserer Ort, hol dir deine Belohnung bei mir ab. Kann ich alles nicht brauchen, da ist noch Iridium. Jetzt wieder zurückzugehen kostet Zeit, komm. Die haben wir leider nicht. Wir hauen uns gleich wieder zum Schnellreisepunkt. So. Genau, dann liefern wir das ab. Jetzt haben wir zwar der Gegner wieder da, aber jetzt kennen wir hier den Weg. Kein Problem mehr. Ich sag schon Kampf beginnen, obwohl er dann noch immer Ruhemodus ist. Aktiviere Kampfmodus. So, okay, hier. Jetzt damit ab. Halt still! Ach ja, das explodiert alles, wenn ich in der Nähe bin. Ja, zurück zum Sensorbot und das war's. Okay, passt. Auf Pandora mag es haufenweise Mord, Diebstahl und Kannibalismus geben, aber zumindest hast du dafür gesorgt, dass niemand schmutzige Ausdrücke benutzt. Krass. War ein echtes Arschloch. Ja, sehe ich auch so. Das bist ja nur du. Falls es dir ein Trost ist, ich habe alles ernst gemeint, was ich zu dir sagte. Du bist ein toller Krieger und ein echt aufrechter Abenteurer. Aber meine Männer und ich haben gerade den Ort erreicht, den der Leuchtturm angezeigt hat. Und so sage ich an... Was? Ich glaube, der Leviathan ist erwacht. Ja, ich bin auch da. Von nix, dann kommen wir dem Leviathan. Wird irgendwas gefressen. Hier. Der Leviathan Slayer. Okay, hier gibt's sonst nichts wahrscheinlich, oder? Warum soll es noch so weit vorgehen? Ich glaube nicht, dass das ist. Okay. Wahrscheinlich ist er die beste, allerbeste Waffe im Spiel, aber naja. Das wird schon so, wenn wir dann gegen den Leviathan kämpfen, vielleicht ein Raketenwerfer nicht schlecht. Ich weiß nicht, gegen was der. Das Ding ist eigentlich auch ganz gut. Geil. Der ein bisschen was gefressen, was er nicht gut bekommt. So, Level 60 erfahren, dass ich da was zahle. Der Marcus. Okay. Ja, das wäre halt immer das Ding halt. Slag der Gegner. Vielleicht kann ich ihn erst slaggen, das kann sein. Er hat halt nicht 24 Muni wie der andere Snapper. Panzerungen. Ich brauche nicht so viel mit Panzerungen. Der Snapper hier gerade ausgerüstet. Das will ich nicht. Alles, was ich aufgesammelt habe, will ich gar nicht. Nicht sterben, nicht beruhen. Ich brauche dein Geld. So, kann ich den slaggen? Ich bin mir nicht sicher. Nehmen wir einfach mal kurz die. Versuchen das mit dem Slaggen. Wenn nicht, dann nehmen wir einen normalen Raketenwerfer. Hier gibt's Medikits und Schilde. Da haben wir auch nichts Besonderes. Nö. Sei vorsichtig da draußen. Okay. Na dann, los geht's. Tja, die
die schlechte Nachricht ist, der Leviathan hat uns verschlungen. Die gute Nachricht ist, er bringt uns in die Schatzkammer. Aber die beste Nachricht ist, du erinnerst dich an mein Schoßtierchen Roscoe? Ich habe ihn gefunden! Roscoe, he's cute and cuddly, right? Kuschelig süß, nicht wahr? Ja, ganz toll. Ah, Säure ist dem wurscht. Ah, na, 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 okay. Keine Ahnung, ob der geslaggt wird. Dann ballert der die auch noch. Dann ballert die auch noch, meine ich. Ne, danke, aber nicht so die Lust drauf. Da sollte ich auf die Augen schießen, nicht auf nix. Upsi, da ist Säure. Okay, Entschuldigung, muss ich nicht. Da hat er eine Augenklappe. Hat er Augenklappen? Hä? Was soll das werden? Ach, der brennt. Okay, der hat brennt, weil ich. Der hat gebrannt, weil ich ihn gefacelockt hab. Da brennt der Junge, ja. Ach, komm, Stück. Getötet. Was für ein Jammer. Naja, Vorsicht ist besser als heillose Flucht. Bis zum nächsten Mal, Kammerjäger. Oh, verdammt, mir ist meine Pistole runtergefallen. Sei brav und nimm sie dir nicht, ja? Denn das wäre Diebstahl. Und Diebstahl gehört sich nicht. Was passiert? Okay, das ist umgefallen. Diebstahl. Dieb, sehr effektiv gegen Flash. Feuer. Okay. Könnte gut sein, bin mir nicht ganz sicher. Da woggelt ja Olas. So, das war Roscoe. Erledigt. Autschi. Bin kurz reingestiegen. Nicht so schlimm, oder? So, Roscoe was fallen lassen. Wenn, dann das hier. Ein bisschen Geld. Ja, okay, ich weiß gar nicht, wo der war. Ja, ja, Erdbeben. Ich sehe einer. Ich will nur kurz mal danach schauen. Mach ich mal, dass so viele Munibehälter sind. Keine Ahnung. So, und dann geht's auch schon weiter hier. Okay. Okay, raus aus dem Leviathan, wenn es geht. Let me out! Let me out! Der Leviathan, der ist wirklich verdammt groß. Das ist mein Freund. Vernichte den Leviathan und der Schatz ist dein. Ich slack dich. Kann ich toll? Das ist nicht deine Schwachstelle, okay. Der will mich slaggen, ich glaube nicht, dass. Okay, da kann ich ihn gar nicht treffen. Kann er rumlaufen anscheinend? Okay, oder da am Bauch. Face locken kann ich gar nichts. Hat doch irgendwie schon. Hat leider nicht was, aber. Okay, für den. Schild. Also. Einen Gegner auf der Karte. Ach, Sandraupen, okay. Das, ja, das sind eh gut, wenn die da sind. Die zwischendurch erledigen mal. Gut, ich mache überhaupt keinen Schaden. Da wird echt hier auf der Seite bleiben. Okay, aha, okay. Muss alles treffen, was er hat anscheinend. Oh, da haben wir den auch erwischt, ja. Noch einer weniger. Kann das sein? Das muss ich wahrscheinlich nachher weiter vor, damit er sein Herz so trifft. Der jetzt das andere offen. So ein Ding der Face locken, das wäre am besten. Kann nicht so viel machen dagegen. Ich hab's gemacht, aber keine Ahnung.
landet, ja. Okay. Okay, da bin ich natürlich Moni. Kannst du auch ein bisschen ganz kurz. Wollte ich mal kurz ein bisschen leben, so. Okay, die Waffe, die Waffe. Feuer, okay, von mir aus. So, ein paar andere Arten zumindest weg. Was hilft das gegen dich? Die ist auch ungefähr gleich stark wie dann. Wie man, einfach mach das scheiß Ding auf. Danke, da ist eine Mumie dran. Was ist denn noch? Okay, lad den mal auf. Ich will das andere auf dem Wort nicht. So, das war schnell erledigt. Ja, baller deinen Kumpel ab. Habe ich jetzt ein bisschen geschwächt? Wollte eigentlich den da, aber der ist dann in dem Moment abgehauen. So. Wer gibt's denn da noch? Rick. Wieder tot jetzt zum Beispiel. Ich hätte Leviathan macht gar nichts mehr gerade. Wartete, bis ich die erledigt habe, oder wie schaut's aus? Oder ist einfach verbuggt? Bin mir gar nicht sicher. Okay. Na gut. Muss ich einfach mal kurz mal mit dem Muni sammeln. Leviathan, ist er kaputt? Also mal. Nur so, dass ich anvisieren kann, oder was? Ja. Nö, das fand ich nix. Außer sie irgendwo in so einem Mall. Jetzt kannst du mal aufhören, Sandwurmkönig gehen, vielleicht deshalb. Das sollte ich mal darauf achten, gegen was ich da kenne. Da renn mal. Oh. Noch einer. Warum gehe ich das mal hin? Na gut, hätte. Nochmal weg. Die laufen jetzt auch noch da los. Ah, das ist ja auch oben. Hab ich den noch irgendwo? Nein, irgendwie nicht. Ah. Erwischt, ne? Aber. Ich mach nochmal diese Attacke da, was auch immer das dann soll. Ich wieder. Oh, ich mach ein bisschen mehr Schaden. Du hast es geschafft! Der verlorene Schatz des Sandes ist dein, mein Freund! Umwerfen, nicht wahr, Leine? Band beschädigt. Finde ich auch. Nicht erst. Ich hab's mal verstanden. Könnt ihr eigentlich mal eine Ruhe geben? Nein. So. Was haben wir da? Nix Gutes. Den erlegt haben, haben wir auch nichts gegeben. Das ist glaube ich einer von den Königinnen. Darf ich jetzt hier raus? Wohl nicht. Darf ich drüber latschen? Muss ich aber nicht. Ich hätte auch den normalen Weg gehen können. Aber das wäre langweilig. So endet.
endet die Geschichte, wie die Kammerjäger die böse Captain Scarlet besiegten und den Leviathan töteten. Und als die Sonne über Pandora unterging, merkten die Kammerjäger, dass während sie Captain Blades Arsenal suchten, der wahre Schatz stets in ihrem Herzen war. Ende. Na, wie war das? Das Ende war ziemlich kitschig. Ja, irgendwie künstlich, nicht wahr? Und wie? Andererseits, du hast es sehr gut zu Ende erzählt. Für eine kleine Drecksweise. Danke. Ah, keine Ursache. Irgendwer muss diese Story schließlich mal erzählen, wenn ich nicht mehr da bin. Warum nicht du? Ja, ich hab dich lieb, Markus. Das ist schräg. Okay, was das? Anscheinend passt. Dann können wir die Credits noch schnell durchlaufen lassen. Ein bisschen längerer Part mal wieder. Wahrscheinlich gibt es eh noch eine Mission. Okay, ja, die Leute kenne ich halt schon. So, das sind, ich wollte eigentlich die Dinger anschauen, das sind ja die Wächter aus dem ersten Teil. The Chamber of the Lost Treasure. In die Schatzkammer, da bin ich auch schon anscheinend. Die Schatzkammer ist hier direkt vor meinen Augen, natürlich. Das sollte man sehen. Da oben sind ein paar Schatzkisten. Ach so. Na, wir müssen da ein paar gute Sachen dabei. Ich glaube, das sind alle Level 30 höchstens, also. Super speziell tolles, erwarte ich mir eh nicht. Aber vielleicht das eine oder andere gute Teil. Machen wir erstmal auf. Ne, Granaten raus auch noch. Granatenschätze 1, perfekt. Die großen Dinger sind in der Mitte. Ah, da Geld rauskommt. So. Munikisten. Das zum Beispiel gefällt mir nicht. Die blauen Sachen nehme ich halt alle mal mit. So, Korrosionsschaden, klingt gut. Raketenwerfer-Schaden, Shotgun-Schaden. Wenn man vom Raketenwerfer spricht, da ist er ja. Okay, ein blauer Raketenwerfer, da nehme ich gern mit. Dem bin ich nicht so überzeugt. Dann kommen schon grüne Sachen. Schilde. Da habe ich gerade ein ganz gutes. Viel besser geht's nicht. So. Snapper und Schrotflinte in einer Kiste. Jetzt schauen wir erstmal in die Mitte. Da haben wir sogar was Lilanes. Eins habe ich gesehen. Das ist fantastisch. Ist effektiv gegen Panzerungen. Wo ist meine Panzerungsding? Macht mehr Korrosionsschaden pro Sekunde, aber sonst schlechter leider. Schade. Okay, das Ding ist nicht mehr wert. Schauen wir mal. Shotgun-Schaden bis 18%. Maximal Pistolen-Muni. Bla bla. Wie viel? Wow. Was haben wir denn hier? Eine Cowboy-Scarab. Okay, was haben wir? Das ist da. Fantastisch. Blauer Snapper. Achso, ja. Ne, wohl unsere Snapper. Das andere ist, glaube ich, eine E-Tech-Waffe, soweit ich das sehe. Müssen wir eine Snapper. Ich nehme mal die. Was soll ich die nehmen? Ich weiß nicht, ob das meine war. Keine Ahnung. Puh. Bin überfragt. Ja, das ist ganz okay, I guess. So. Ja, Feuerrad ist schlecht. Braucht 2 Monate pro Schuss. 10 Magazingröße. 2000 Schaden. Ich rüste die halt mal aus. Effektiv gegen Panzerungen. Na gut, das ist doch nicht so. Der Burner. Was haben wir da noch? Okay, eine Schrot. Das soll ich mal wieder Schrotflinten verwenden. Okay. Das ist wundervoll. Ja, sagst du und ich gebe allen vorbei. Abklingzeit. Jo, was Besseres. Geil. Ah, was 3200er Zeug noch mit. Silverdes. Darf gern mitgenommen werden. Was Teures dabei. Okay, dann nehme ich der Rest der Ambulanz auch noch mit. Okay, geht nicht. Ja,
Dann was das ist. Dann wenn ich in die Mitte gehe, nix. Also dann kann man zum Bohren. Birgt da sonst herzlich wenig. Kann ich darüber überhaupt? So, noch Automaten. Was haben wir hier? Oasis. Ein Ausgang zu Oasis. Okay. Jetzt kommen wir von hier. Wo immer das ist. Hier bin ich auf jeden Fall noch nicht. Konnte man wahrscheinlich auch gar nicht. Achso, Piraten sind ja gar keine mehr. Ich würde schon sagen, wir müssen Piraten nochmal killen, aber nee, Shade. Shade, müssen wir das Ganze abliefern? Gut. Unserem guten Freund und nicht verrückten Freund vor allem. Du hast Scarlet besiegt, den Leviathan erschlagen und den verlorenen Schatz des Sandes gefunden. Alles in allem ein ziemlich anstrengender Tag. Du bist der Hammer! Schatz, hier Achievement hat gerne Zeit mit dir. Schalte diesen Kopf für schnell. Das ist der mörderische Krieger. Die Seraphim warten. Hyperius, der Unbesiegbare. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Ein Hyperion-Ingenieur ist in der Wüste größenwahnsinnig geworden. Vielleicht haben die Alien-Dinger auf diesem Planeten seinen Geist verwirrt. Keine Ahnung. Hier mein Plan. Du pumpst ihn mit Kugeln voll und er stirbt. Aber sei vorsichtig. Er ist sehr stark. Du musst vielleicht ein paar Freunde mitnehmen zur Unterstützung. Na toll. Was haben wir hier noch? Der verlorene Schatz ist dann. Schon wieder. Schatz des Sandes. Er baute den Magnus-Leuchtturm wenige Jahre vor seinem Tod. Seine Notizen besagen, wenn man den Kompass auf den Leuchtturm bringt, zeigt er einem, wo der Schatz liegt. Andererseits stand in Blades Notizen auch, dass der Planet von vernunftbegabten Bratwürstchen regiert wird. Er war nicht mehr ganz dicht am Schluss. Das lasse ich. Müssen wir das sowieso nochmal jetzt? Oder wie, oder was? Ich weiß nicht, wie es mit dem einen Typen ausschaut, der anscheinend super stark ist, aber das ist halt Level 30. Ich meine, das Ding ist automatisch auf Level 50 hochgegangen, weil es halt unmöglich ist. Aber hier steht banal und ist Level 30, also... So, nach dem Öffnen kann man warten, mehr und mehr gefährlich aus, weil die Leute auf das ist ein einziger, die sind großartig, sie lassen gute Beute fallen, wenn sie um die Ex bringen, aber lieber dann Freunde mit. Die Seraphim sind ziemlich zäh. Max den Leviathan besiegt und den verlorenen Schatz des Sandes gefunden habe, aber lass dich von sowas Unwichtigem wie die Realität nicht davon abhalten, das Ganze nochmal zu machen. Okay, dann machen wir das doch im nächsten Part. Sorry, dass der jetzt so lang geworden ist. Ach ja, was soll ich da machen? Mal schauen, auf jeden Fall, was das mit dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich muss das aber leider weggehen, was das dringend ist zu erledigen. Also tschüssi!